Das Finale im Odegaard-Stadion um den 83. Italienmeistertitel bestreiten Ausrichter Asiago und Titelverteidiger Ritten. Und die Hausherren erwischen vor 1800 Zuschauern einen Traumstart. Hier das erste Bulli. Sullivan bedient Colanos und der Puck landet im langen Eck. Nach exakt 6 Sekunden geht Asiago mit 1:0 in Führung. Besser kann man in ein Finale eigentlich nicht starten. Und das Team aus der Provinz Vicenza macht weiter Druck. Kurz darauf Anthony Nigro auf Davide Conchi, aber Patrick Killeen im Kasten der Rittner ist dieses Mal auf seinem Posten. Auf der Gegenseite versucht es Maximilian Ploner mit diesem Schuss, der jedoch abgefälscht wird. Im Odegaard-Stadion läuft die 6. Minute. Stefano Marchetti spielt diesen Pass in die Mitte, wo Davide Conchi goldrichtig steht, dem Puck die entscheidende Richtungsänderung gibt und zum 2:0 trifft. Der Jubel bei Asiago über die frühe 2-Tore-Führung natürlich riesengroß. Coach Barasso hat seine Mannschaft optimal eingestellt. Trittnerpurm lassen den Kopf trotz des Rückstands nicht hängen, im Gegenteil. Viktor Ahlström auf Simon Kostner, der den Puck jedoch an die Querlatte hämmert und von dort geht die Scheibe über das Plexiglas hinaus. Postwendend zieht auch Giulio Scandella ab, auch sein Schuss landet an der Torumrandung. Nach 10 Minuten muss Anthony Nigro auf die Strafbank und Ritten nutzt die Überzahlsituation kurz vor deren Ablauf eiskalt aus. Markus Spinell stürmt auf das Tor Asiagos zu, Michael Sullivan wehrt zu kurz ab und Alex Frey verkürzt auf 1:2. Noch einmal in der Wiederholung der satte Schuss, den der Ex-Rittner Freddy Cloutier nicht abwehren kann. Danach lassen die Rittner diese gute Kontermöglichkeit leichtfertig liegen, ehe Simon Kostner aus kürzester Distanz nicht richtig trifft. Es bleibt nach 20 Minuten bei der knappen Führung der Hausherr. Der zweite Spielabschnitt beginnt mit diesem Schuss von Asiagos Colanos, den Killeen abwehrt. Das Getümmel danach bleibt ohne Folgen. Dann wieder die Hausherren mit Scandella, der auf Colanos ablegt. Der Schuss geht aber am Rittner Gehäuse vorbei. In der 31. Minute kommen sich Rittens Ebner und Asiagos Scandella in die Haare, müssen beide in die Kühlbox. Und von dort sehen sie, wie Bogatello auf Traversa passt und der zum 2:2 trifft. Hier noch einmal in der Wiederholung der Rittner-Ausgleich in der 33. Minute. Die Pattsituation im Odegaard-Stadion ist wieder hergestellt. Wenig später muss Killeen bei diesem Schuss von Lutz entscheidend eingreifen, ehe Rittens Spruchz auf der Gegenseite zu ungenau zielt. Ein Tor fällt im zweiten Drittel aber trotzdem noch, und zwar in Minute 39. Ritten gewinnt das Bulli, Frey fackelt nicht lange rum und es steht plötzlich 3:2 für den Titelverteidiger. Was für eine Moral der Lehtonen-Truppe, die das Match nach 0:2 Rückstand gedreht hat und kurz darauf mit einem Tor führend in die Kabinen des Odegaard-Stadions verschwindet. Asiago wirft im Schlussdrittel alles nach vorne. Long legt hier für Scandella auf, aber Killeen ist auf seinem Posten. 6 Minuten vor Schluss, Long auf Gazzetti, der Pech hat und am Pfosten hängen bleibt. Danach kommt der Schiedsrichter zu Sturz, ist kurz benommen, kann letzten Endes aber weitermachen. Ritten ist im Schlussdrittel darauf bedacht, den knappen Vorsprung zu verteidigen, kann hier mit Viktor Ahlström und Simon Kostner aber kein Tor erzielen. Andreas Lutz versucht es wenig später mit diesem Alleingang, findet aber in Killeen seinen Meister, der das Tor perfekt abdeckt und alles zumacht. Asiago nimmt 80 Sekunden vor dem Ende Cloutier für einen 6. Feldspieler vom Eis, ohne jedoch zum Ausgleich zu kommen. Es bleibt beim 3:2 für die Rittnerburm, die zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte Italienmeister werden und den Vorjahreserfolg wiederholen. Schedule wasn't so good for us. We were not fresh after we played Continental Cup and last games in Alps Hockey League. We played
Der Spielplan war alles andere als optimal für uns. Nach dem Continental-Cup-Finale am vergangenen Wochenende waren wir nicht richtig frisch. Schließlich hatten wir 8 Spiele in den letzten 16 Tagen. Und deshalb bin ich besonders stolz auf mein Team. Schon gegen Cortina im Halbfinale haben wir uns hart getan, aber am Ende zählt nur der Sieg. In so kurzen Turnieren zählt nicht, wie du gewinnst, sondern nur, dass du gewinnst. Wir wussten, dass es gegen Asiago im Finale hart werden würde, aber gleich 2 so schnelle Gegentore haben wir uns nicht erwartet, aber danach haben wir uns Schritt für Schritt diesen Sieg erarbeitet. Auch sie wurden mit Fortdauer der Partie müde. We tried to slow them down in the first period, then step by step push the gas pedal more and more, and because we knew that they were gonna get tired. Ja, ich glaube, heute haben wir ein super Spiel gemacht. Gestartet sind wir nicht gut, aber wir sind richtig diszipliniert gewesen, nicht die Emotionen zu verlieren, speziell auf der Bank, in der Kabine. Der Trainer hat einen guten Job gemacht, dass er uns alle ein bisschen unten gehalten hat, dass wir nicht, wie gesagt, die Emotionen verloren haben. Wir sind rausgekommen, wir haben allem drum geglaubt und das Resultat zeigt, dass wir einfach alles gegeben haben und dass wir den Titel wieder heimgetan haben.